Hallo Leute, mein Name ist Alexander Luhn, ich bin Finanzierungsvermittler, spezialisiert auf Immobilien als Kapitalanlage und ich begrüße euch aus dem Finanzcenter in Ahrensburg. Thema heute, wie kann ich mich vor Nachbesicherungen durch die Bank schützen? Schlechte Nachricht, so zu Beginn mal würde ich sagen, gar nicht. Also formal juristisch nicht, das hat einfach den Hintergrund. Ich weiß nicht, ob diesen Paragraphen oder diese Gesetzeslage überhaupt alle kennen. Paragraph 490 des Bürgerlichen Gesetzbuches, ich werde den Paragraphen gleich unter dem Video verlinken, besagt einfach Folgendes. Die Bank darf euch Kredite kündigen oder fälligstellen oder auch erhöhte Zinskonditionen verlangen, also eine risikoadäquate Verzinsung oder Zusatzsicherheiten verlangen aus zwei Gründen. Das eine einfach mal aus dem Grund, wenn sich die Werthaltigkeit der Kreditsicherheit, also der Immobilie, verschlechtert, was einfach der Fall sein kann, wenn der Immobilienmarkt als solches und das Preisniveau nachgibt. Und das andere, wenn sich eure eigenen Vermögensverhältnisse und eure eigene Bonität verschlechtert. Also wie gesagt, die Bank hat das Recht dazu, das ist eine juristische Tatsache und von der kann sich keiner ganz frei machen. Natürlich kann ich die Risiken irgendwo ein Stück weit minimieren und zwar auf beiden Seiten, also auf der Seite des Objekts und auf der Seite der persönlichen Bonität. Das eine ist mal, um mal bei dem Objekt anzufangen, also es bietet sich natürlich an, Objekte nicht überteuert zu kaufen. Und das Risiko, dass Objekte überteuert sind, also dass die Preise sind die letzten Jahre sehr gestiegen und wenn ich die jetzt auf Anschlag mit 100 oder 110% finanziere, die Bank das vielleicht irgendwie mitmacht, weil ich eine gute Bonität habe und wie auch immer, und sagt, okay, selbst wenn das Objekt ein bisschen zu teuer ist, wir haben einen kleinen Blankoanteil, die Bank macht das mit, kann es natürlich irgendwie sein, wenn der Markt irgendwie stärker nachgibt als vermutet oder prognostiziert, aus meiner Sicht wird das irgendwann mal eine Korrektur kommen, dann kann es natürlich sein, dass gerade in Verbindung mit einer geringen Tilgung der Blankoanteil irgendwann so groß wird, dass die Bank sagt, jetzt musst du mal noch Bargeld oder Grundschulden oder irgendwie ein Depot oder irgendwas musst du mit beibringen. Und da ist natürlich ein Schutz, wenn ich wirklich in der Objektprüfung sorgfältig bin und einfach nicht Objekte kaufe, die jetzt im Moment im Markt überteuert sind. Und da ist es aus meiner Sicht sehr geschickt, nicht nur mit irgendwelchen Zahlenkolonnen auf Papier zu rechnen, was man jetzt glaubt, was irgendwie passt und irgendwie geht, sondern auch mal danach fragen, wieso der Gutachter der Bank das Objekt einwertet, der da wirklich nach der Beleihungswertermittlungsverordnung, so heißt die, glaube ich, vorgeht, was der dann sagt. Und wenn jetzt der Objektwert, den die Bank ermittelt, signifikant geringer ist als der Kaufpreis, selbst wenn die Bank das mitfinanziert, ist dann vielleicht wirklich mal eine Überlegung, ob das ein Deal ist, den man unbedingt machen muss oder ob es sich da lohnt, Abstand zu nehmen, weil wenn ich von Anfang an schon einen Blankoanteil in der ganzen Sache drin habe, also ein bisschen teurer einkaufe und der Markt dann nachgibt, dann ist das irgendwann ein Problem, weil die Bank dann kommen wird und sagt, hier bring noch Sicherheiten bei und wenn ich dann keine habe, ist das ein echtes Problem. Die andere oder beziehungsweise das zweite, was ich mindestens genauso wichtig finde und was grundsätzlich sinnvoll ist, ich halte es halt für ratsam, wirklich nur Objekte zu kaufen, die wirklich zum eigenen Geldbeutel passen, die ich mir liquiditätsmäßig wirklich leisten kann und wo ich irgendwie auch nach der Finanzierung mal noch 10 oder 20% des Objektwertes oder beziehungsweise der Finanzierungssumme, also Kaufpreis, Objektwert und Finanzierungssumme sollten ja irgendwie bei einem werthaltigen Objekt annähernd deckungsgleich sein, dass ich irgendwie noch 10 bis 20% des Objektwertes irgendwo in der Tasche habe und Zugriff darauf habe, dass ich halt wirklich, auch wenn die Bank von ihrem Recht eine Nachbesicherung zu fordern Gebrauch macht, dass ich dann auch entsprechend handlungsfähig bin. Also mal der relativ platte Rat, aber da werden mir die meisten wahrscheinlich von euch recht geben, nicht überteuert einkaufen und überteuert einkaufen oder nicht, hat wie gesagt nicht nur mit Zahlenkolonnen und theoretischen Excel-Berechnungen zu tun, sondern wirklich auch mal mit harten Fakten, die dann von Gutachtern beispielsweise ermittelt werden. Das ist das eine und das andere halt irgendwas machen, was zum eigenen Geldbeutel, der eigenen Bonität und der eigenen Liquiditätssituation passt. Das andere, was kann ich tun bei meiner persönlichen Bonität? Also die Bank macht natürlich im Rahmen der Kreditgewährung eine Bonitätsprüfung und bewertet meinen Ist-Zustand, ob ich mir aufgrund der vorliegenden Tatsachen sehr wahrscheinlich
diesen Kredit leisten kann. Darüber hinaus hat die Bank aber jederzeit auch während der Kreditlaufzeit das Recht, sich über die Bonitätssituation zu informieren. Und wenn irgendwie euer Gesamtengagement, euer Gesamtobligo größer als 750.000 Euro ist, ist die Bank sogar gesetzlich verpflichtet dazu, jährlich Erkundigungen zu eurer Bonität einzuziehen. Das geht auf den Paragraph 14 oder 18 Kreditwesengesetz, ich weiß gerade nicht genau welcher, gehe ich zurück, recherchiere ich aber noch, verlinke ich auch unter dem Video. Also die Bank hat das Recht, auch während der Kreditlaufzeit eure Bonität zu prüfen und wenn diese sich verschlechtert, gegebenenfalls auch Maßnahmen zu ergreifen. Wie kann ich mich jetzt dagegen schützen? Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es irgendwie einen Plan zu fassen, wie führe ich herbei, dass sich die nächsten 30 Jahre meine Bonität nie verschlechtert. Das ist aus meiner Sicht irgendwie unmöglich. Wenn aber jemand von euch Kenntnis davon hat, wie das funktioniert, dann lasst mich das bitte auch mal wissen. Grundsätzlich ist mal meine Empfehlung erstmal der Bank gegenüber im Rahmen der Kreditprüfung wahrheitsgemäße Angaben zu machen, also um mir nicht da irgendwelchen Mist auszudenken oder auch wie das manche meiner Berufskollegen darlegen, irgendwas kreativ darstellen, bis hin zu Unterlagen aufhübschen oder ganz und gar fingieren, um nicht zu sagen zu fälschen. Also macht der Bank gegenüber über eure Bonität vollständige und wahrheitsgemäße Angaben, weil wenn ihr das nicht tut und es kommt hinterher raus, dass das irgendwie alles schlechter ist, entweder aus einer Notsituation oder aus irgendeiner Prüfung heraus, dann ist es nicht nur so, dass ich mit der Finanzierung unter Wasser gerate, sondern dass das halt Kreditbetrug ist ein Straftatbestand, dass sich das also strafrechtlich verfolgt wird. Also erstmal, um das zu vermeiden, mit der Banken realist, also wahrheitsgemäße vollständige Angaben machen, dass ich nicht mir den Ärger schon von vornherein mit einkaufe. Dann natürlich bedenken, welche Änderungen meiner Bonität können sich realistischerweise und sehr wahrscheinlich ergeben und dass ich halt dann mir überlege, ist die Finanzierung auch dann noch tragfähig und ohne dass ich unter Stress gerate. Also ich halte es zum Beispiel für gefährlich, eine Immobilienfinanzierung beispielsweise auf zwei Einkommen abzustellen von mir und von meinem Partner, wo jetzt aber absehbar ist, dass vielleicht das zweite Einkommen temporär oder dauerhaft aufgrund irgendwelcher privaten Lebensentscheidungen wegfallen. Das halte ich nicht so gut, für nicht so gut. Oder ich halte es auch für nicht so geschickt. Also es ist jetzt grundsätzlich nicht verboten und Banken haben auch kein Interesse daran, euch jetzt mit aktiver, böser Absicht Kredite fällig zu stellen und irgendwie euch die Objekte wegzunehmen. Das ist für die auch mehr Ärger als alles andere. Aber natürlich muss ich mir irgendwie überlegen, wenn ich als meine Finanzierung beispielsweise im Rahmen eines Angestelltenverhältnisses aufnehme und gedenke, mich dann selbstständig zu machen, sollte natürlich irgendwie so vielleicht das auch aktiv mit meinem Banker, also aktiv kommunizieren, welche Veränderungen gibt es und das dann nicht den Banker durch irgendwie mit der Nase drauffallen lassen, zur Kenntnis nehmen lassen. Aber natürlich sollte ich, wenn ich mich selbstständig mache, irgendwie logischerweise ein Businessmodell haben, was dann so nach 12 oder 18 Monaten auch mal in eine Gewinnzone führt und mir vielleicht mindestens das Gleiche oder natürlich besser mehr abwirft als mein Angestelltenverhältnis. Besonders ungeschickt ist es natürlich, wenn ich beispielsweise, ich habe eine 10-jährige Zinsfestschreibung, die läuft in 2 Jahren ab und ich mache mich dann selbstständig und wenn es dann in die neue Kreditverhandlung geht, will die Bank meine letzten 3 Jahresabschlüsse sehen und ich habe nur zwei oder nur einen und der ist vielleicht noch nicht so gut, dann werden die Dinge irgendwie hässlich. Ganz, ganz wichtig, wenn irgendein Problem auftritt in der persönlichen Bonität, sei es jetzt aus der beruflichen Situation, aus der privaten, familiären, irgendwas, ich habe die Steuern nicht im Griff. Nie, nie, nie die ich stecke den Kopf in den Sand-Variante wählen, sondern immer aktiv auf den Banker zugehen, ihn informieren, hier, es gibt jetzt bei mir ein Problem, wie können wir das lösen und mich nie in die Passivität drängen lassen, dass der Banker halt feststellt, oh, bei dem gibt es jetzt in der Bonität Probleme und der hat mir das aber auch nicht erzählt, da liegt irgendwas im Argen. Also muss der Banker muss jetzt Maßnahmen ergreifen, um die Rückzahlung des Kredites sicherzustellen, halt über Nachbesicherung, über einen anderen Zinssatz, über Fälligstellen des Kredites und Verwertung des Objekts, wie auch immer. Also deswegen habe ich an anderer Stelle schon gesagt, nie, nie und unter keinen Umständen die Immobilienkonten, die Darlehenskonten und Mieteingangskonten bei der Bank haben, wo ich auch die Konten mit meinem restlichen Geschäftsverkehr führe, weil da
läuft es halt immer als erstes auf, wenn irgendwas nicht stimmt und der Banker muss sich darum kümmern, sondern halt wirklich so meinen eigenen Geschäftsbetrieb, den ich habe, und den Geschäftsbetrieb Immobilie A voneinander trennen, bankmäßig. Und B, dann natürlich unbedingt, wenn es irgendein Problem gibt, mit dem Banker aktiv eine Lösung suchen, als jetzt passiv darauf zu warten, dass der sich irgendwann auf den Paragraphen 490 BGB beruft und mir irgendwas antun will. Also wie gesagt, das ist meine Botschaft: beim Objekt nicht überteuert einkaufen, Liquidität vorhalten entsprechend. Ansonsten auf der Seite der eigenen Bonität wahrheitsgemäße Angaben machen, transparent gegenüber dem Banker sein, fortlaufend ihm gegenüber transparent sein und für mich selber eine realistische Kalkulation machen, welche Risiken können auftreten während der Finanzierungsdauer und wie kann ich dann damit umgehen und immer den Banker aktiv informieren. So, ich danke euch fürs Zuhören.